Einen wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zum bereits dritten Mercedes-Benz Reiterforum Live. Entstanden ist das Ganze aus dem klassischen Reiterforum von und mit Frank Henning. Und ganz in seinem Sinne haben wir auch heute wieder eine richtig spannende Home-Story für euch. Wir haben interessante Trainingseinblicke, wir haben Tipps und Tricks zum Zuhause-Nachreiten und natürlich, wie es sich fürs Internet gehört, haben wir auch ein cooles Gewinnspiel. Dazu aber später mehr, denn das Herzstück des Reiterforums ist und bleibt der Talkgast. Und ich habe gute Nachrichten. Wir haben nämlich nicht nur einen, wir haben direkt zwei. Und es sind nicht nur meine Gesprächspartner, es sind eigentlich auch die Gastgeber. Denn das hier ist eure wunderschöne Reitanlage. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Jessica von Bredow-Werndl und Benjamin Werndl. Sehr gerne, herzlich willkommen. Es ist wirklich traumhaft, traumhaft schön hier. Deshalb würde ich vorschlagen, wir machen direkt einen kleinen Location-Wechsel. Eigentlich möchte man wirklich alles auf einmal zeigen. Dazu aber später mehr. Wir haben euch ja schon mal besucht. Ich möchte gar nicht lange Smalltalk machen. Lasst uns über das reden, was wahrscheinlich euch da draußen interessiert, was mich interessiert. Balve. Spektakuläres Wochenende für euch, oder? Ja, es war echt abgefahren. Und das Besondere an diesem Balve, an dieser deutschen Meisterschaft, war einfach, dass wir gemeinsam wieder hinfahren konnten und tatsächlich auch am letzten Tag mit 3 Pferden unter den Top 5 waren. Das Wahnsinn. Schon die meisten werden das wissen, dass ihr Geschwister seid. Wie ist das dann unter Geschwistern? Ist das eine große Konkurrenz? Unterstützt ihr euch immer? Wie ist das? Oder ist das manchmal dann, der eine ist vor dem anderen, da gibt es doch ein bisschen Knies? Ja, zunächst einmal unterstützen wir uns sehr. So sind wir groß geworden im Team. Und wir wissen, dass wir zusammen viel stärker sind. Aber gleichzeitig sind wir natürlich auch Sportsleute. Wir stacheln uns gegenseitig genau. an. Also wir sagen immer, wie beim Tischtennis eigentlich, wenn der Gegner stärker ist, dann werde ich auch stärker. Und so, glaube ich, pushen wir beide uns ganz gut. Wobei wir immer sagen, wir haben lieber den Bruder oder die Schwester vor allem als jemand anderen. Ja. Ihr habt jetzt gerade davon gesprochen, dass es auch eine Teamleistung ist, dass ihr ein Team seid. Und ihr seid ja nicht nur ein Zweierteam, sondern diese ganze Anlage, ihr habt ein riesiges Team. Und das ist auf Instagram tatsächlich auch immer sehr süß kommuniziert. Ihr redet immer vom Team Aubi. Und das Team Aubi haben wir heute Abend auch hier. Und die wollen wir eigentlich mal begrüßen, weil die sitzen hier im Publikum. Schön, dass ihr alle da seid. Die sind aber gut erzogen. Wird nur höflich geklatscht und nicht gejohlt. Normal sind sie ein bisschen frecher. Das kommt, glaube ich, im Laufe der Sendung noch. Wir haben aber noch einen Mann hier sitzen und den möchte ich auch noch mal kurz separat vorstellen. Wir haben gerade schon von ihm gesprochen. Er hat das klassische Reiterforum ins Leben gerufen. Du warst da auch schon mehrfach zu Gast. Frank Henning, schön, dass du auch bei uns bist. Ja, er hat uns hierher geholt. Ohne Frank würden wir, glaube ich, hier nicht sitzen. Und er hat mich vor 3 Jahren schon in Aachen angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, fürs Reiterforum zu sprechen. Und ich habe gleich eingewilligt und schon zweimal vor Menschen sprechen dürfen vielen und jetzt hier vor den Kameras, das ist spannend. Jetzt gucken viele zu Hause vom Computer aus zu. Wir haben gerade kurz über Balve geredet. So eine kleine Frage, wie wurde denn gefeiert? Habt ihr es schon krachen lassen oder war da noch nicht die Zeit? Ich bin heute Nacht um 3:30 ins Bett gekommen, nachdem der Flug gecancelt wurde gestern Abend. Und, dafür siehst du fantastisch aus. Dank dem Team, das mich an den Rücken heute schon wieder gestärkt hat. Ich bin heute um kurz nach 8 schon wieder geritten. Er ist aber auch geflogen. Ja, ich habe noch einen Flug gekriegt dann. Und es ist so, dass natürlich, wenn man 4-5 Tage dann weg ist, dass die Pferde zu Hause dann auch auf einen warten. Und ich möchte dann auch gerne wieder gleich aufs Pferd. Und ich bin auch geritten. Ja, ein bisschen später. Aber wir werden das sicher nachholen. Und das ist was Besonderes auch für uns. Das ist nicht selbstverständlich. Wir machen das ja jetzt dann auch schon 20 Jahre bald gefühlt. Oder länger, ist ja schon älter. Und das, also, und wir waren auch schon in einigen Tälern. Es ist ja nicht so, dass im Sport immer alles läuft. Und wenn man jetzt mal wirklich, auch sicherlich bedingt durch vielleicht den einen oder anderen Ausfall, aber wenn man in der Kür, in den ersten 5 Pferden, bei 5 Plätzen 3 Pferde hat von uns, dann ist das was Besonderes. Und dafür sind wir sehr dankbar, auch unseren Partnern gegenüber, die uns die Pferde zur Verfügung stellen. Ja. Es zeichnet aber auf jeden Fall auch euren Ausbildungsweg aus. Das werden wir uns ja auf jeden Fall auch noch angucken. Wir haben Trainingseinblicke. Wir werden uns jetzt gleich als erstes aber mal den Hof angucken, kurz. Vorher aber noch einmal möchte ich drauf kommen. Balve war natürlich für euch auch insofern spannend. Jessica, du bist jetzt im Olympiakader, Benjamin Perspektivkader. Das heißt, Aachen steht und dann guckt man auch so ein Eckchen weiter noch, so Richtung Weltreiterspiele.
Unser Motto ist einfach Schritt für Schritt gut reiten, schauen, dass wir uns weiterentwickeln. Für mich ist jedes Turnier einfach ein Spiegel, wo stehe ich, wo bin ich. Und natürlich wäre es gelogen, wenn ich nicht damit liebäugle, dass ich es jetzt dieses Jahr wieder ins Team schaffe. Und es ist das große Ziel, aber ich möchte mich nicht drauf versteifen. Ihr seid sicherlich da auf einem ganz guten Wege. Aber wir wollen jetzt nicht zuerst nur über den Sport reden. Wir wollen ein bisschen was von dieser Anlage sehen. Ich durfte schon hier bei euch zu Gast sein bei dem ersten Dreh. Wir haben wirklich tolle Bilder eingefangen und die möchten wir euch jetzt zeigen. Aubenhausen bedeutet Heimat. Das ist wie so eine kleine eigene Welt hier, in der wir uns auch zurückziehen können, in der wir als Familie leben dürfen und einfach mit den ganzen Tieren, mit den Hunden, mit den Pferden tagtäglich das tun können, was wir lieben. Und deswegen hat es ist einfach ein ganz besonderer Ort für uns. Jessica und Benjamin haben sich mit Leib und Seele der Ausbildung von Dressurpferden verschrieben. Seit 7 Jahren leiten die Geschwister gemeinsam den Familienbetrieb. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich jeden Tag mit einem riesen Grinsen in den Stall gehe und mich einfach nur freue. Und ich kann mich an keinen einzigen Tag in meinem bisherigen Leben erinnern, wo ich nicht gerne in den Stall gegangen bin. Als Kinder einer Skirennfahrerin und eines Seglers war Jessica und Benjamin die Liebe zum Pferd nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Unsere Tante hat aber eine Lebezerzucht gehabt und dadurch sind wir dazu gekommen, dass wir einmal die Woche bei ihr geritten sind. Und ja, aus diesem einmal die Woche ein bisschen auf Schulpferden reiten ist dann ziemlich schnell eine ernsthafte Krankheit entstanden. Die ersten Ponys der Geschwister waren Lewitzer, Little und Lady. Bald folgten Dressurponys, mit denen sie erfolgreich auf Championaten starten. Und auch der Umstieg auf Großpferde gelingt sofort. Beide erreiten sich als Junioren und junge Reiter Medaillen bei den Europameisterschaften. 2014 wird Jessica dann in den A- und Benjamin in den B-Kader berufen. 2015 ist Jessica mit Uné auf Platz 4 der Weltrangliste. Auf ihrem rasanten Erfolg ruhen sich die beiden aber keineswegs aus. Dass man beim Reiten nie auslernt, damit kann ich gut leben. Ein Leben reicht eigentlich auch gar nicht, um wirklich reiten zu lernen. Das wissen wir, aber dieser Gedanke, jeden Tag ein bisschen besser zu werden und mit dem Pferd zusammen zu verschmelzen, das gibt uns eine unheimliche Befriedigung und das reicht uns schon. Teamwork wird in Aubenhausen großgeschrieben. Bei der Arbeit dreht sich alles um das Wohl der Pferde. Nach dem Motto Horses first, the rest later, stimmen Jessica und Benjamin das tägliche Programm für jeden einzelnen Vierbeiner ab. Wir versuchen wirklich den Pferden hier ein ganz schönes Leben zu ermöglichen. Alle Pferde kommen 3 bis 4 Mal am Tag raus. Das ist Koppel, Paddock, Reiten, Ausreiten, Longieren. Führanlage haben wir noch, Galopprennbahn, Aquatrainer, Laufband. Also wir versuchen wirklich jeden Tag so anders wie möglich und so spannend wie möglich zu gestalten für die Pferde. Und ich habe auch das Gefühl, sie geben es uns zurück, weil sie einfach Spaß an der Arbeit haben. Jessicas Lieblingsort in Aubenhausen ist übrigens die Rennbahn. Vollspeed natürlich. Neben dem abwechslungsreichen Training bekommen die Pferde von der 32-Jährigen vor allem eines, ausgiebige Schmuseeinheiten. Die gibt's täglich und für alle, denn hier ist jeder Vierbeiner gleich wichtig. Alle Pferde haben mich auf meinem Weg so begleitet und zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich glaube, da würde ich jedem Pferd Unrecht tun, wenn ich nur eins davon herausnehmen würde. Das sind wirklich alle. Und für mich sind es wie hochbegabte Kinder, die einen eigentlich unbedingt verstehen wollen. Aber man bekommt zu jedem Pferd einen ganz anderen Zugang. Und man muss dann auch wirklich tüfteln und überlegen, wie man jetzt die Brücke schlagen kann zu dem Charakter oder dem Charakter. Genau diese gemeinsame Hingabe zum Tier ist es, die Jessica und Benjamin als Team so erfolgreich macht. Unser Erfolgsrezept zusammengefasst ist eigentlich Aubenhausen als eine der Plattformen, was die Ausbildung angeht. Das ist auch die Vision hier von meiner Schwester und mir, dass wir uns auf die Ausbildung konzentrieren von Pferden und auch Reitern und sicherlich in einem einmaligen Ambiente. Und dann die Liebe zum Pferd, dass wir wirklich das auch lieben, was wir tun, dass wir die Pferde nicht als Geräte sehen, sondern als unsere Partner. Und so entsteht hier in Aubenhausen eine ganz besondere Verbindung zwischen Mensch und Pferd.
die Pferde als Partner. Ich denke, der Spirit von Aubenhausen, der ist in dieser kleinen Homestory definitiv rübergekommen. Ich muss auch sagen, ich fühle mich hier genauso. Es ist wirklich eine wunderbare Oase. Bevor ich euch jetzt aber noch einige Fragen stelle, für euch zu Hause nochmal ganz kurz die Info zum Gewinnspiel. Das habe ich nämlich bislang noch nicht verraten. Wir streamen live und das heißt, es muss ein cooles Gewinnspiel geben und das gibt es auch. Ihr könnt gewinnen 2x2 Tickets für den CHIO in Aachen und zwar, Obacht, für die Mercedes-Benz Hospitality. Und glaubt mir, ich war da schon einige Male, da kann man wirklich richtig gut einen CHIO-Nachmittag verbringen. Und das Schöne ist, das tut mir jetzt ein bisschen leid für euch, es gibt dann auch noch Tickets fürs Springstadion, leider nicht fürs Dressurstadion. Aber ich glaube, beim Springstadion guckt ihr auch mal vorbei, oder? Ja, ja. Manchmal? Überall. Du warst da schon mal zu Besuch bei mir. Wir haben da schon mal ein kleines Interview gemacht. Im Stadion, ja. Die Tickets könnt ihr auf jeden Fall gewinnen. 2x2 Tickets. Und alles, was ihr machen dürft, damit ihr im Lostopf landet, ist, ihr teilt einfach diesen Stream und lasst einen netten Kommentar da. Und am Ende der Sendung verkündigt dann, wer die Tickets gewonnen hat. Und ihr könnt nicht nur beim Gewinnspiel mitmachen. Nein, ihr könnt auch noch eure Fragen loswerden an Jessica und Benjamin. Ich habe hier einen Haufen Fragen stehen, aber uns interessieren eure Fragen. Und deshalb dürft ihr die auch einfach unter diesen Stream posten. Und mit ein bisschen Glück landet ihr dann in der Sendung und ihr gebt dann Antworten. Richtig? Mhm. Machen wir. Sehr gut. Jetzt aber erstmal zu meinen Fragen. Ihr seid Geschwister, ihr habt gerade schon so ein bisschen erzählt, wie das zwischen euch läuft. Wie macht ihr das hier im Stall? Gibt es da eine Aufteilung oder teilt ihr das jeden Tag neu ein? Wer welches Pferd reitet? Wie das funktioniert? Erzählt mal ein bisschen. Also wir haben schon eine Struktur zum Glück. Mein Bruder kümmert sich vor allen Dingen um den Verkauf auch und um die Kundenbetreuung. Und ich mache mehr das Personalmanagement. Und wir haben zum Glück schon unseren festen Pool an Pferden, die wir gemeinsam mit unserem Bereiterteam dann managen und reiten. Und es ist schon so, dass wir mal vor allen Dingen in den jungen Jahren der Pferde dann ausprobieren, mit wem passt es besser. Auch größentechnisch ist es relativ klar, ich nehme die Größeren. Aber es kann ja auch mal einfach mit dem einen oder anderen besser funktionieren. So machen wir das auch mit dem Rest unseres Teams. Wir haben ja 3 feste Bereiter, den Raffi, die Julia und jetzt auch die Henna neu. Und da teilen wir das auf und schauen auch mal, wer kommt mit welchem Pferd am besten zurecht. Das habt ihr tatsächlich auch schon öfters erzählt, auch als ich für die Homestory hier war, dass ihr wirklich auf jedes Pferd so eingeht, wie es das Pferd das eben braucht. Und das gehört dann auch dazu, dass man nach dem Reiter schaut. Ja, unbedingt. Natürlich. Ja. Auch mit welchem Bereiter wir zusammenarbeiten. Weil dadurch, dass wir beide, muss ich jetzt sagen, letztes Jahr war es mehr ich, so viel unterwegs sind, ist es natürlich auch wichtig, dass die Pferde zu Hause weitergefördert werden und das abwechslungsreiche Programm weitergeht. Und da dürfen die auch von den Bereitern geritten werden. Ich meine, ich bin nach der Babypause schnell zurückgekommen. Das geht auch nur mit so einem Team. Das war eine absolute Teamleistung. Das wäre sonst gar nicht gegangen. Also da sind wir sehr dankbar. Ihr betont das wirklich immer wieder, das Team, das Team, das Team und das lebt ihr, glaube ich, auch wirklich. Ich stelle jetzt einfach mal eine Frage. Ich habe gerade leider keine Zeit, sonst würde ich mich auch bewerben, aber vielleicht interessiert euch da draußen das auch. Wie kann man denn nachher Mitglied vom Team Aubi werden? Also bewerben sich wirklich viele Leute? Wie ist das? Was braucht jemand, der hier arbeiten möchte? Passion. Die Liebe zum Pferd. Ja, und es ist nicht so wie das Leben auf dem Ponyhof, also es ist schon anstrengend, vor allen Dingen, weil alle Pferde ja wirklich täglich auf die Weide kommen und da läuft man hier ein paar Kilometer jeden Tag, also das stellen sich, glaube ich, die wenigsten anstrengend vor, aber es ist es und wir sagen wirklich auch immer Horses first, the rest later und wir opfern uns auch den Pferden dann auf im Team und wollen, dass es denen einfach gut geht und es macht Spaß, glaube ich, unserem Team, sonst hätten wir nicht so tolle Menschen, die das jetzt auch über viele Jahre schon machen, aber es ist einfach auch anstrengend. Ihr sprecht viel vom Team, das sind natürlich eure Mitarbeiter, aber nicht zu vergessen, ihr lebt ja wirklich auch mit der ganzen Familie hier in Aubenhausen. Da gehören eben auch eure Eltern dazu, die da vorne sitzen, die wir jetzt auch einmal kurz zeigen. Ihr habt selber auch Kinder. Wie macht ihr das? Wie funktioniert das Familienleben hier? Sehr gut, natürlich. Das Ganze ist ja entstanden aus einem Hobby. Das war die Leidenschaft unserer Eltern, vor allen Dingen unserer Mutter. Und so sind wir da ja reingewachsen und dann ist das immer mehr und immer größer geworden und wir sind eine Sportlerfamilie. Und aber keine klassische Reiterfamilie? Nein, gar nicht. Und ja, dann kam eins zum anderen und jetzt ist eine sicherlich einmalige Situation, dass wir mit 3 Familien hier in Aubenhausen leben, jetzt nicht schon ein bisschen auseinandergezerrt, sage ich mal. Ja, aber es ist schon über den Ort und ohne euch wird nichts gehen hier. Vor allen Dingen unser Papa ist natürlich so ein Visionär, sonst hätten wir auch nicht so eine unfassbar schöne Anlage, die es
einem wirklich leicht macht, jeden Tag mit einem großen Grinsen hier zu arbeiten. Auf dein Grinsen kommen wir später auch nochmal zu sprechen. Das sieht man nämlich tatsächlich auch immer im Viereck. Darf ich noch ganz kurz ergänzen? Klar. Das Team lebt ja auch hier in Aubenhausen. Ach so, alle? Ja. Die leben auch ja, alle eigentlich hier. Alle, ja. Und ist es schön? Und ja. Ja, ne? Und das macht es schon sehr besonders, dass wir so im Team zusammen leben und uns um die Pferde kümmern. Und wir machen auch sonst außerhalb des Reitens mal Sachen miteinander, gehen essen oder mal und feiern. Sport, habe ich gehört. Und machen auch einmal die Woche zusammen Sport. Ja. Und das ist eine coole Community, ehrlich gesagt. Sehr schön. Also da sollte man auf Instagram auf jeden Fall auch folgen, da sieht man dann auch das ein oder andere Teamfoto, da wird nicht nur euer Erfolg geteilt, sondern eben das, was hier in Aubenhausen alles so passiert. So, wir haben jetzt eine ganze Menge geredet, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal aufs Pferd. Wir wollen ein bisschen auch Reiterei sehen heute und wir fangen mit dir an, Jessica, mit Ferdinand. Wir werden verschiedene Phasen der Arbeit sehen, wir werden die Lösungsphase sehen, wir werden dann zwei verschiedene Arbeitsphasen sehen. Ein Pferd, das du begleitest, seitdem es 3 ist? Mhm. Es war gerade angeritten, als es zu mir kam. Und das macht natürlich unheimlich viel Spaß. Und wie du mit ihm arbeitest? Ich würde vorschlagen, wir schauen einfach mal drauf und danach reden wir ein bisschen über ihn. Ja. Das ist Ferdinand. So, ich sitze jetzt hier auf dem Ferdinand. Ferdinand ist ein 9-jähriger Wallach von Florenzio Malanciano. Und er ist seit 3-jährig bei mir in Britt, gehört der Frau Böchler-Keller. Und unser Saisonziel, würde ich sagen, ist dieses Jahr, dass wir uns für den Louis-Dor-Preis qualifizieren fürs Finale. Wir haben jetzt auch schon 2, 3 tolle Siege in Intermedia 2, Intermedia A feiern dürfen. Und ja, es ist eine große Nachwuchshoffnung von mir. Ich starte mit der lösenden Arbeit. Ich bin jetzt 15 Minuten Schritt geritten und fange jetzt an mit ein bisschen Leichttraben. Schau einfach, wie er sich anfühlt, ob es ihm gut geht. Dass er sich dehnen kann. Gut, Jessie. Wenn er sich so schön gleichmäßig anfühlt auf beiden Seiten, sage ich jetzt mal, verschwende ich seine Energie nicht zu lang in der Lösungsphase, sondern mache oft eine Schrittpause gleich danach, nach dem Leichttraben und versuche seine Energie, die er hat, gleich aufzunehmen für die Arbeit, sprich für das Training. Brav, fühlt sich gut an, ist schön locker. Dann versuche ich ihn schon in eine gute Selbsthaltung zu bringen, dass ich versuche, die Energie, er hat sehr viel Energie, zum Glück, ins Hinterbein lenke. Dass ich schon vorwärts galoppiere erstmal, aber nicht zu viel vorwärts abwärts, sondern ihn schon in eine schöne Selbsthaltung bringe. Gut, Jessie. Bisschen mehr äußerer Zügel und schau, dass die Welle schön über die Oberlinie durchgeht gleich. Gut. Jawohl. Etwas leiser galoppieren. Jawohl. Gut. Jawohl. Strecken lassen, in die Hand rein. Äußere Züge. Gleich mal ein paar Trab-Galopp-Übergänge. Gut so. Sehr gut. Aha. Müssen wir ein paar Mal öfter machen. Gut. Und immer wieder Galopp erneuern. Jawohl. Das mag ich.
Ja, das darf er. Wieder. Sehr schön. Brav. Dauert noch ein bisschen lang. Das mache ich noch ein paar Mal. Gut, schau, dass er nicht schwebt, sondern dass er trabt, gell? Gut. Das könnte so ein bisschen einfacher gehen, ja? Dieser Übergang zurück. Macht nichts. Das ist typisch Ferdinand. Freut sich. Ja. Bockt auch gerne mal. Mach ruhig noch mal ein paar Übergänge. Ja. Jawohl. Ich variiere am Anfang gerne zwischen Tempiunterschieden in der Gangart Galopp und Galopp-Trab-Übergängen. Die klappen heute jetzt gerade nicht so flüssig, wie ich mir das vorstelle. Aber gerade dann ist es wichtig, dass man das übt. Besser. Und wieder Pause. Gut. Jessica, ganz, ganz tolle Lösungsarbeit. Du bist eine tolle Reiterin, aber bevor ich darüber mit dir reden möchte, wie schaffst du das, immer so ein strahlendes Lächeln auf dem Pferd im Gesicht zu haben? Selbst auf Turnieren, ich habe ein paar Ritte da nochmal extra angeguckt, du hast immer ein Strahlen im Gesicht. Wie macht man das? Das klingt jetzt doof, ich weiß es nicht, aber ich bin einfach glücklich, wenn ich reite und wahrscheinlich... Also das Unterbewusstsein... Gibt's doch zu, dass Trick ist. Er verrat mir den Trick. Manchmal denke ich wirklich, das ist auch ein bisschen die Sonne, die mich dann blendet. Das ist der Trick? Nein, aber... Nee, also, weil ich kenne es von mir auf Turnierfotos, ich sehe immer aus, so ganz verkniffen und ich bin dann furchtbar angespannt und selbst wenn jetzt gerade mal was nicht 100% klappt, du hast ein Lachen im Gesicht und bist gut drauf. Ich rede meistens vorher mit den Pferden, bevor ich einreite, so nach dem Motto, komm, wir zwei machen das jetzt schon und ich glaube, damit... erleichtere ich es mir selber. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön anzugucken. Man hat durch das Lächeln natürlich auch positive Gedanken, automatisch. Also die Jessie hat das wahrscheinlich mehr von Natur aus, ich musste es mir ein bisschen antrainieren. Du hast auch ein schönes Lächeln, ja, aber oder? Auf dem Pferd, meine ja, ich jetzt. Ja, ihr dürft euch klatschen für sein Lächeln. In der Konzentration lächelt man nicht automatisch, also ich zumindest. Und ich habe aber für mich festgestellt, dass in dem Lächeln sehr viel Kraft steckt. Jetzt reite ich auch nicht die ganze Zeit mit einem Lächeln, aber ich versuche es immer wieder und kann dadurch meine Gedanken positiv beeinflussen. Mir hat ein Olympiasportler, der nichts mit dem Reitsport zu tun hat, gesagt, es darf leicht sein. Und das sage ich mir immer wieder. Darüber denken wir jetzt alle zu Hause einfach mal fleißig nach, wenn wir das nächste Mal auf dem Pferdchen sitzen. Trotz allem Lächeln, trotz aller positiven Gedanken, es klappt nicht immer alles hundertprozentig. Ich fand das jetzt gerade extrem sympathisch, dass wir das eben auch zeigen dürfen, dass mal so Übergänge nicht total 100% klappen und du aber trotzdem dann nicht irgendwie grob wirst oder harsch wirst oder es erzwingen möchtest. Du gibst dem Pferd einfach über die Wiederholung die Möglichkeit, das richtig zu machen. Ja, das ist auch eine ganz wichtige Ausbildungsphilosophie von uns. Wir warten darauf, dass die Pferde es richtig machen, damit wir sie dafür belohnen dürfen, weil wir sie ja nicht verunsichern wollen. Und wenn wir sie jetzt verunsichern würden, dann würden wir mit Unterdrückung arbeiten. Und wir wollen ja, dass die Pferde eine Persönlichkeit entwickeln und stolz werden in dem, was sie tun. Und dafür versuchen wir sie einfach so oft wie möglich zu loben, um auch einfach das, was sie gut machen, zu untermalen, um sie dann über das positive Feedback zu stärken. Pferde suchen immer nach der Lösung. Man muss ihnen eine Lösung bieten und die dann auch markieren und sagen, das wollen wir. Also genau das. Und es gibt ja zwei Urtriebe, auch bei uns Menschen. Und ich weiß schon, was kommt. Das eine ist Fortpflanzung und das andere ist Anerkennung. Und wir konzentrieren uns hier auf die Anerkennung. Und es ist wirklich so, dass wir das tagtäglich spüren, dass die Pferde irgendwann geradezu danach lechzen. Dass sie wachsen? Genau, sie lieben. Sie wollen Anerkennung. Genau. Und die müssen wir ihnen geben oder die dürfen wir ihnen geben. Und das ist wahnsinnig spannend, weil wir haben jetzt mittlerweile auch schon viele Pferde ausgebildet bis Grand Prix. Und das ist reproduzierbar, auch mit unterschiedlichsten Typen. Und dieses Feilen, dieses tägliche... Ich sage immer,
wenn die Pferde uns nicht verstehen, dann erklären wir es ihnen nicht richtig, weil jedes Pferd will es uns eigentlich recht machen, wenn wir mit denen richtig umgehen. Und wenn sie uns nicht verstehen, dann müssen wir einfach andere Wege suchen, um es ihnen leichter zu machen, uns zu verstehen. Sehr, sehr schöne Philosophie. Das ist, ja. Aber bei uns geht auch mal was schief. Klar. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles immer klappt. Und dann lernt man auch, Pferde sind ja auch ein Lehrmeister fürs Leben, geduldig zu bleiben, demütig zu bleiben. Man kann das nicht erzwingen. Und wenn man diesen Weg geht, ist interessanterweise dann oft auch der kürzeste und der beste Weg, weil die Pferde, die wollen es dann doch für einen tun. Und der macht am meisten Spaß, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Das auf jeden Fall. Ihr seht auch so aus, als ob ihr dann gerne lobt. Habt ihr dazu einen Tipp, beziehungsweise wie lobt ihr? Man hört euch oft brav, brav sagen. Ihr klopft natürlich auch. Was ist da die Erfahrung? Ich mache viel mit Stimme, weil man auch in der Prüfung nicht ständig klopfen kann und man darf eigentlich auch nicht sprechen. Darf man auch nicht reden, aber so ganz, die wir merken schon verraten, dass wir es trotzdem tun. Ja. Weil vor allen Dingen auch beim Außenrumreiten. Ich spreche da ganz gern mit den Pferden, bevor es losgeht. Und es muss ja auch gar nicht viel sein. Es kann ja auch einfach nur mal ein Ton sein. Ja. Und, das verstehen Sie dann schon. Dem Pferden gutes Gefühl geben. Aber auch mit der Hand. Streicheln, klopfen. Genau. Und im Training auch mal um den Hals fallen und mal richtig deutlich zeigen, dass also es gut war. Also durchaus Emotionen zeigen. Ja. Du zeigst insofern Emotionen, dass du natürlich beim Training irgendwie daneben stehst. Ihr korrigiert euch dann gegenseitig. Du hast jetzt gerade in dem kleinen Film, den wir gesehen haben, gesagt, leiser galoppieren. Ich habe zuerst leichter galoppieren verstanden. Als ich das zweite Mal geschaut habe, habe ich leiser galoppieren auch verstanden. Was meinst du mit leiser galoppieren? Ja, leise wie ein Panther eigentlich. Mhm. Weil wir wollen ja, dass das Pferd eigentlich den ganzen Körper benutzt, jeden Muskel und durch den Körper galoppiert. Und in der höchsten Perfektion ist es dann sehr leise und weich. Weil es einfach ehrlich über den Rücken geht. Genau. Und wie schafft man das? Wie erreicht man das? Ja, man kann es auch ein bisschen einfacher formulieren. Wenn der Galopp richtig getragen ist, ist er oft sehr viel leiser, wie wenn er sich hölzern anfühlt. Und ich glaube, mit dem Begriff können wir Reiter die genaue Erklärung, wie man da hinkommt, die würde den Rahmen wahrscheinlich sprengen, aber durch Übergänge vor, zurück und das Pferd, vor allen Dingen das Zauberwort ist Gleichgewicht. Wenn das Pferd sein eigenes Gleichgewicht findet, dann kommt man diesem Idealgalopp, diesem leisen Panthergalopp mit großem, weiten Durchsprung immer näher. Wenn ich das nächste Mal auf meinem Kanto sitze, dann werde ich an Panthergalopp denken. Mal gucken, was er dazu sagt. Aber ich glaube, darunter kann man sich wirklich was vorstellen. Ich könnte jetzt ehrlich gesagt noch 1 Million Fragen stellen. Aber ihr zu Hause, ihr habt ja auch Fragen gestellt. Und mir sind jetzt gerade die ersten Fragen reingereicht worden. Denkt auch noch mal dran, beim Gewinnspiel mitzumachen. Das sage ich noch kurz vorab. Einfach diesen Stream teilen und einen netten Kommentar einfach da lassen. Und dann seid ihr direkt im Lostopf und habt die Chance, 2x2 Tickets für den CAIO Aachen, für die Mercedes-Benz Hospitality und natürlich das Springstadion zu gewinnen. So, jetzt aber zu den Facebook-Fragen. Hier stellt jemand die Frage, warum ist es wichtig, den Galopp immer wieder zu erneuern und wie ist das gemeint? Das hast du jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen. Um den Galopp in der Qualität zu verbessern, ist es einfach wichtig, viele Übergänge zu reiten, damit man richtig Abdruck auch vom Hinterbein bekommt und dass das Ganze eben, das haben wir eigentlich gerade vielleicht einen ganz kurzen Abstecher. Was ist überhaupt klassisches Reiten? Klassisches Reiten heißt ja, die Pferde schöner machen und sie gleichzeitig gesund erhalten. Und wenn die Pferde durch den Körper galoppieren, also wenn ich den immer wieder auffrische, das war ja die Frage, galoppieren sie besser durch den Körper und das dient auch der Gesunderhaltung, wenn sie nicht stumpf galoppieren, sondern eben... Und nicht auf der Vorhand, sondern getragen. Mit Leichtigkeit. Wir hoffen, dass wir die Frage so beantwortet haben, dass das für euch okay ist, dass ihr das verstehen könnt. Vielleicht gibt es auch irgendwann nochmal die Möglichkeit. Ich habe gehört, ihr wollt auch eventuell noch mal ein bisschen was YouTube-mäßig machen. Vielleicht kann man da auch mal was machen und ein kleines Format entwickeln. Vielleicht komme ich auch noch mal vorbei. Wir haben auf jeden Fall noch eine andere Facebook-Frage. Und ich glaube, die geht an dich, Jessica, in dem Fall. Wie schaffst du es, dass du dich nicht ärgerst, wenn etwas nicht klappt, wie du es dir vorstellst? Ja, das lehrt uns die Reiterei an sich. War das immer schon so? Kurze Zwischenfrage? Nein, natürlich ärgere ich mich auch. Also das wäre ja. Und vor allen Dingen bin ich dann auch mal traurig, wenn ein Pferd mich nicht versteht, weil ich mir dann denke, warum kann ich es dem Pferd jetzt einfach nicht erklären? Aber ich schaffe es schon, dass ich es nicht am Pferd auslasse. Und das ist ganz wichtig. Und das ist einfach auch unser Weg, nicht nur mein Weg, sondern
wir müssen einfach in den Spiegel schauen und wenn ein Pferd uns nicht versteht, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir es ihm besser erklären können. Ohne zu ehrgeizig zu sein, weil nicht jedes Pferd muss auch für den großen Grand Prix Sport geboren sein. Und da muss man dann auch einfach mal akzeptieren, wenn ein Pferd einfach das nicht möchte, dass es sich für uns anstrengt. Aber im Großen und Ganzen schaffen wir es dann doch meistens, sie zu motivieren. Und auch durch ausgeklügelte Trainingseinheiten und Krafttraining, Konditionstraining fällt es ihnen am Ende dann hoffentlich immer leicht. Und das ist sicher auch der Vorteil von uns beiden, dass wir auch immer mal wieder eine neue Idee haben. Wir sehen das Ganze. Ihr ergänzt euch dann, ne? Total. Und dann mit einem neuen Ansatz auch mal an eine Sache rangeht. Ich kann es verraten, mit der Zaire zum Beispiel haben wir mit dem Wechsel mehrere Jahre gebraucht. Wow. Und da haben wir die verschiedensten Ansätze ausprobiert und wir sind unserem Weg aber treu geblieben, dass wir das in Ruhe gemacht haben. Und sonst hätte sie uns nie vertraut. Also da waren wir, also es wird jetzt, würde ich mal sagen, immer mehr zu ihrer Stärke sogar, die Wechsel. Ja, schön. Ja. Die Stärke von Ferdinand, die wollen wir uns jetzt noch ein bisschen angucken. Wir haben bislang die Lösungsphase gesehen. Wir haben aber natürlich auch während der Arbeitsphase gefilmt. Und wir schauen uns jetzt als erstes den Galopp von Ferdinand an. Also ich habe da eine schöne Pirouettenübung bzw. eine Durchsichtigkeitsübung. Da helfe ich den Pferden ganz gut damit, dass sie aufs Hinterbein kommen. Ich lasse sie jetzt für die Links-Arbeitspirouette dem linken Schenkel weichen. Also Ferdinand weicht jetzt mal dem linken Schenkel und ich lasse außen ein bisschen los mit der Hand. Dann begrenze ich mit dem äußeren Zügel. Mein linker Schenkel treibt weiter, dass das innere Hinterbein nach vorne zur Seite geht. Nicht nur zur Seite, sondern nach vorne. Dann öffne ich wieder außen und lasse ihn schön dem linken Schenkel weichen, bis ich ihn wieder einfange und nach vorne zur Seite treibe. Nach vorne zur Seite. Dann reiten wir einmal den Kameramann um und dann öffne ich wieder außen und versuche einfach, dass ich ihn vor mein linkes Bein treibe, vor meinen linken Schenkel bekomme. Schließe außen wieder, mach den Hals gerade und treib weiter mit meinem inneren Schenkel das innere Hinterbein nach vorne. Gut anfühlt, und das tut's jetzt, dann gehe ich über in eine schöne, lockere Arbeitspirouette und treibe weiter mit dem inneren Schenkel nach vorne. Brav. Brav. Und wieder Schritt. Lasse gleich wieder dem linken Bein weichen. Brav. Schließe außen. Treibe ihn wieder vors innere Bein. So. Öffne wieder außen. Treibe weiter mit dem inneren Schenkel. Und dann galoppiere ich wieder an. So, und jetzt versuche ich ihn noch mehr aufs Hinterbein zu setzen, indem ich ein bisschen schwerer mache. Da-da-dam, da-da-dam. Gut, Jessie. So, so. Jawohl. Brav. Super. Die war sehr gut. Jetzt ist er auch nicht mit dem Hinterbein zur Seite, gell? Genau. So schön geradeaus nach vorne. Kurze Pause. Sehr gut. Dann machen wir das gleiche rechts rum. Mag sich einmal kratzen. Kratzen. Oh nee, das darf er leider. Das ist ein bisschen unerzogen. Okay. Machen wir das gleiche zur rechten Hand. Schenkel weich. Jetzt weiß er schon, was kommt. Brav. So. Außen schließen. Komm, komm, inneren Bein treiben und wieder außen öffnen. Komm, brav, brav. Außen schließen, rechtes Bein treibt weiter. Ja, ja, es ist ja schon in Erwartung. Und wieder außen öffnen, das ist das innere Hinterbein. Brav, schön nach vorne Fuß. Aber man merkt schon, er weiß jetzt, was kommt. Er will am liebsten schon angaloppieren. Und dann lasse ich ihn jetzt auch. Gut. Äußerer Zügel aufs äußere Hinterbein. Super. Gut. Nochmal Schritt. Brrr. Kann noch etwas echter kippen, gell? Ja. Jetzt versuche ich auch gleich hier auf der linken Hand, dass ich
noch echter aufs Hinterbein bekomme. So, außen, inneres Hinterbein. Und komm. Ja. Ja. Etwas flacher. Da, 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 da. So. Jetzt kommt ein bisschen hoch. Da, da, da. Gut. Da. Besser. Bra. Jawohl. Bra. Ja. Jetzt war die Schere gut, gell? Ja. Na, jetzt hat er sich auch mehr fallen gelassen, gell? Schere heißt, wie das innere Hinterbein zum Äußeren sich öffnet. Okay, dann mach mal ein paar einzelne Wechsel erst. Ja. Und dann gehen wir über in Serien. Jessie, da, wenn du den Schritt aufnimmst, musst du auch darauf achten, dass er weitergeht. Gell? Mach das nochmal. Das ist das Gute an meinem Bruder, dass er da pingelig ist. Dass er wirklich weitergeht. Ja? Gut. Jetzt reite ich erstmal ganz kurz in Diagonal. Einzelne Galoppwechsel. Schau, dass ich hier schön vom neuen inneren Bein habe. Gut. Brav. Gerade halten, die Schulter gerade. Gut. Brav. Brav. Gut, Jessie. Immer wieder Galopp erneuern. Komm. Brav. Bleib schön vor mir. Vielleicht ein bisschen mehr galoppieren zwischen den Wechseln. Ja. Genau. Komm. Echter zum Reiten kommen. Ja, brav. Ja, ja. Ja, brav. Gut, kommt ja. Mir so ein bisschen mehr genau. Durchspringen rechts. Brav. Ja. Gut. Mach ja, nichts. Ja, ja. Ja. Gut. Gut, Jessie. Die waren schön. Das Galoppieren ist entscheidend, gell? Ja. Wenn man gut galoppiert, sind die Wechsel kein Problem. Gut, ich schau mal bei den Einern, wie es sich anfühlt, ob ich gleich mehrere reite oder ob ich erst noch mal nach 5-6 aufhören, um den Galopp noch mal zu erneuern und dann noch mal weiter Wechsel zu reiten. Brav. Brav. Gut. Ah, ich wollte schon aufhören. Kein ja, komm. Brav. Wenn man eigentlich gut bis dahin, dann kam er so ein bisschen hinter mich. So ist er sehr schön. Und dann muss ich ehrlich zu mir selbst sein, dass ich dann nicht unbedingt meine 15 reite, sondern abbreche. Ja. Macht nichts. Es ist so, dass der im Tempo zurückkommt, gell? Ja, ja. Gut. Brav. Die waren gut. Die waren besser dann. Nochmal. Brav. Ja, ja. Komm. Richtig. Übers Vorwärts lösen. Gut jetzt. Gut. Gut, Bra. Jessie. Sehr schön. Bra. Sitzen bleiben bis zum letzten Sprung, gell? Gut. Was mir sofort aufgefallen ist, Benjamin, du bist aber ein ganz schön strenger Trainer, oder? Du stehst da schon in der Mitte und hast deine Schwester im Griff. Ja, im Griff habe ich sie ehrlich gesagt nicht, aber ich gebe ihr einfach ein ehrliches Feedback. Und
so ist es auch umgekehrt. Und von nichts kommt nichts. Genau. Es bringt uns ja nichts, jetzt uns nur gegenseitig immer zu loben, sondern wir wollen uns pushen. Ja. Ja, das macht ihr, glaube ich, auf jeden Fall. Was du gerade ganz kurz auch angesprochen hast in dem Film, war, dass du sagst, ehrlich zu sich selber sein. Das ist wichtig, oder? Sehr. Weil, ich habe es vorhin schon einmal erwähnt mit dem Spiegel, man braucht sich da nichts vormachen. Also wirklich versuchen, dass man ein bisschen streng mit sich selbst ist, dass man es auch korrekt ausführt. Ich glaube, das seid ihr genug. Benjamin, jetzt mal die Frage an dich, weil du hast das ja vom Boden aus beobachtet. Wir haben gesehen, dass die Stellung von der Halsung immer wieder variiert. Also es ist manchmal wirklich diese etwas höhere Turnierstellung in der Aufrichtung, dann ein bisschen mehr Dehnung, ein bisschen runder. Warum variiert ihr da so, je nach Gefühl, was das Pferd braucht? Ja, grundsätzlich ist es ja keine Statue, die man immer nur in einer Haltung hat, sondern es ist eine dynamische Bewegung, es ist ein Lebewesen. Und ich möchte gerne das Pferd ins Gleichgewicht bringen. Wenn ich also merke, das Pferd läuft mir vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Vorhand, nach unten weg, dann hebe ich das Genick eher an. Aber es kann ja auch umgekehrt sein, dass das Pferd sich nach oben rausdrückt und den Rücken ein bisschen wegdrückt, dann versuche ich das Pferd eher nach unten in die Dehnungshaltung zu kriegen, um so ins Gleichgewicht zu kommen. Das ist auch, um so den Rücken nach oben zu bekommen. Wir nennen das das Pferd lesen. Und so lese ich mein Pferd. Und es ist auch nicht so, dass ich sage, ich reite mein Pferd jetzt nur nach oben oder ich reite mein Pferd nur nach unten. Also man muss es fühlen. Also den Standard gibt es gar nicht, ihr? Nein. Guckt dann wirklich auch, was brauche ich jetzt, was brauche ich das dann, Pferd sagt was uns. Braucht das Pferd. Ja. Ja. Ihr lest nicht nur das Pferd, du redest ja auch mit dem Pferd, das haben wir gerade schon besprochen, aber du hast jetzt gerade auch immer wieder gesagt, da-da-dam, da-da-dam, da-da-dam. Machst du das für dich, fürs Pferd, für den Zuschauer? Für mich und in dem Fall auch für den Zuschauer, aber ich spreche oft gerne mit mir selber und ich habe mir jetzt auch ein Headset zugelegt fürs Turnier, wo man mich nicht sprechen hört, weil ich rede so viel, dass ich da auch nicht gestört werden will, wenn ich mit meinem Pferd kommuniziere. Und das heißt, ich höre zwar den Trainer, aber der Trainer hört mich nicht mehr. Und das ist auch gut so. Dann schauen wir mal, was du in der Trabphase dann mit deinem Pferd redest, außer da-da-dam. Das wird ja nicht ganz passen. Denkt ihr auch bitte nochmal an das Gewinnspiel. Wir haben ja noch ein paar Sendeminuten vor uns und ihr könnt immer noch mitmachen. Wenn ihr den Stream teilt und einen netten Kommentar da lasst, dann landet ihr sofort im Lostopf und könnt 2x2 CAIO-Tickets inklusive Mercedes-Benz Hospitality gewinnen. Und wir nehmen auch nach wie vor noch Facebook-Fragen an. Das heißt, wenn ihr hier unter diesem Stream kommentiert, dann landet eure Frage vielleicht auch noch hier in der Sendung. So, jetzt machen wir aber weiter und zwar mit Ferdinand im Trab. So, Trab geht es wieder das gleiche wie im Galopp. Dass ich einen schönen Form einen Sitz bekomme, dass ich immer passiver werden darf mit der Hilfengebung. Ja, wichtig ist, dass er jetzt schön trabt, dass vorwärts. Du die Spannung löst, dass er nicht schwebt. Dass er über den Rücken durchtrabt. Jawohl. Ja, kann noch ein bisschen mehr traben. Ich nutze das Seitwärts dafür, dass er etwas ehrlich runder, durchzieht. Etwas runter, etwas flacher vorne, Jessie. So, genau, dass er loslässt im Rücken. Hoppala, brav. Nochmal. Ja, ja. Brav. Jawohl, Biegung. Gut. Brav. Ja, besser. Gut. Vorhand. Jawohl. Wird besser. Sehr schön. Ja, ja, komm. Dass du zum Dauer loslassen kommst. Ja. Sehr gut. Das ist sehr schön. Sitzen, Knie öffnen, Unterschenkel vorne lassen.
Jawohl. Ja, ja. So. Und komm. Vorhand. Gut, Jesse. Jawohl. Sehr schön. Sehr gut jetzt. Jetzt bin ich im Rücken. Ja. Ferdi. Schwinge ich jetzt mal ein bisschen ein. Einfach wieder Trab. Ich setze mich eigentlich nur. Gut. Gut. Schön hin. Jawohl. Und wieder traben. Super. Sehr gut. Man merkt auch, traben, dass es unheimlich traben. Gerne macht. Jawohl. Gut. Und nach vorne. Nach vorne. Genau. Über den Rücken nach vorne. Sehr gut. Super. Jawohl. Gut. 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 Sehr schön. Jawohl. Und wieder. Genau. Sehr schön, Jesse. Super. Gut, dann machen wir es gleich noch einmal andere Hand, oder? Ja. Gut. Jawohl. Ja, da wird er jetzt ein bisschen drückt, dass ich nach oben raus, Jesse. Genau. So, über den Rücken halten. Gut, gut, gut. Super. Kannst du etwas flacher nehmen vorne. Ja. Widerriss, Widerriss hoch heißt nicht Hals hoch. Den Widerriss hoch, ja, aber er soll sich nicht nach oben rausdrücken. Brav. Mit dem Hals. Brav. Hals fallen lassen, Widerriss hoch. Gut. Ja, ja, ja. Gut. Sowas besser. War halt noch nicht ganz echt, gell? Nee, ich probiere es jetzt noch ein paar Mal. Einfach immer wieder vor, zurück. Gut, 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 gut. Komm, komm. Schade. Macht nichts. Jawohl, jawohl. Super, super, richtig. Super. Ah, schade. Super. Aber das war sehr gut, Jesse. Ja, ganz da gut. Hat er jetzt kippen können. Brav. Gut, 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 gut. Jawohl, super, super. Sehr super. Schön. Super. Ganz gut. Mal schauen. Manchmal sollte man eigentlich auch während der Pause bzw. während die kleinen Filme laufen hier reinschalten, weil ich finde es total spannend, euch zu beobachten, wie ihr selber das dann nochmal anschaut und analysiert. Und ihr sprecht beide immer wieder davon, dass die Bewegung generell jetzt auch im Trab nicht so spektakulär sein soll, dass da nicht so viel Spannung reingeritten werden soll, sondern dass das Ganze schön durch den Körper schwingen soll. Was genau meint ihr damit? Ja, es gibt ja zwei Arten von Ausdruck. Das eine ist durch Spannung und das andere ist über die Lockerheit. Und wir versuchen es eben über die Lockerheit und wollen natürlich am Ende auch dann richtig Ausdruck haben im Pferd mit größtmöglicher Leichtigkeit. Aber erreichen tun wir das über Lockerheit. Über lockere Muskeln, genau. Und über feste Muskeln. Genau. Und das dauert halt einfach, bis die dann genug Kraft haben und dann wird es auch ausdrucksstark. Also ihr macht sie locker und stark und dann kommt auch der Ausdruck. Ja, genau. So versuchen wir es. Nur eine lockere Muskulatur kann ja auch stark werden. Eine feste Muskulatur ist schwer aufzubauen. Mhm. Ist eigentlich ähnlich wie bei Menschen. Ja. Ich spare mir jetzt meine vielen Fragen einfach nochmal. Es gibt nämlich noch Facebook-Fragen, die mir jetzt bestimmt einmal von der Alex reingereicht werden. Vielen, vielen Dank. Und hier ist die Frage nach euren Trainern, ob ihr euch nur gegenseitig trainiert, wie man das jetzt gerade gesehen hat, oder ob ihr noch externe Trainer habt. Ja, wir trainieren mit den beiden Bundestrainern, Monika Teodorescu und Johnny Hilberath, vor allen Dingen auch auf den Turnieren, aber die kommen auch ab und zu hierher. Und seit einigen Jahren mit dem Oberbereiter der Spanischen Hofreitschule, Andreas Hausberger. Okay. Und auch seit ungefähr einem Jahr jetzt mit Morten Thompson. Die sind beide so spezialisiert, vor allen Dingen auch auf Piaf Passage und Bodenarbeit. Das heißt, da holt ihr euch im Prinzip an verschiedenen Stellen das, was gerade nötig ist, um das Pferd und das Team noch besser zu machen. Es ist super, dass die immer wieder aus der Vogelperspektive auf uns schauen, dass sie eben nicht im Täglichen uns sehen. Und dann glaube ich, dass man einfach auch noch aus der Weite besser beurteilen kann und kritisieren kann. Und wer ist der strengste Trainer?
Seid ihr das gegenseitig? Ich glaube, ich bin mein strengster Trainer und du deiner. Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch nicht, dass man unbedingt streng sein muss. Selbstkritisch. Weil, ja, wenn man motiviert ist, braucht man eigentlich keine Strenge. Dann möchte man ja besser werden. Ja. Das ist ja nachher auch das Ziel. Noch eine weitere Facebook-Frage. Wie merke ich, dass das Pferd hinter mich kommt und was tue ich dann? Ja, vielleicht die Definition erstmal, was ist vor einem sein? Also wenn das Pferd vor mir ist, dann heißt es, ich kann in jeder Situation vorwärts reiten, auch in der höchsten Versammlung, in der Piorette. Und dieses Gefühl, dass ich leicht nach vorne reiten kann, das sollte man sich immer erhalten. Und wenn ich eben merke, ich habe dieses Gefühl nicht mehr, dann muss ich wieder mehr nach vorne reiten und Übergänge vor, zurück und versuchen, dass ich dieses Vorwärtsgefühl auf die erhalte. Kleinste Hilfe, dass die Pferde quasi antreten. Ja, genau, antreten. Ja. In welchem Tempo auch, also Gangart auch immer. Genau, und das ist jetzt fast ein bisschen zu technisch schon, aber den Nerv wecken im positiven Sinne, nicht über Angst. Die Pferde sollen nicht über Angst nach vorne laufen. Aber über Reaktionsschnelligkeit, was kommt. Über Leichtigkeit, Lockerheit. Ja. Und eigentlich dann dadurch die Bewegungsfreude, die sie ja sowieso haben, dass wir die erhalten, auch im Training. Und auch weiterentwickeln, dass sie es gerne machen. Eine große Aufgabe, das jeden Tag mit dem eigenen Pferd zu reiten, das werdet ihr zu Hause wahrscheinlich auch kennen. Aber man lernt ja nie aus, ihr lernt nie aus und wir natürlich auch nicht. Und ich glaube, das ist einfach so eine Aufgabe, das jeden Tag aufs Neue zu versuchen. Wie man das auf höchstem Niveau macht, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben nämlich von dir, Jessica, einen Ritt, und zwar von einem Turnier, und zwar deine Kühe aus Wiesbaden mit Uné. Thank you.
bevor wir jetzt über diese wirklich wunderschöne Kür sprechen, einmal ganz kurz das Feedback für euch, was euch wahrscheinlich interessiert. Das Feedback von zu Hause, von vor den Bildschirmen, ist wirklich gut. Und damit auch nochmal ein Danke an euch, die ihr da draußen vor den Bildschirmen sitzt. Es ist wirklich ganz, ganz toll, dass ihr so fleißig mitmacht, dass ihr kommentiert, dass ihr eben Feedback da lasst, weil das ist eine Sendung für euch und uns freut es natürlich alle, wenn ihr einfach wirklich Tipps und Tricks mitnehmen könnt, wenn ihr Anregungen bekommt, weil dafür machen wir nachher diese Sendung. Also schön, dass ihr zu Hause so fleißig mitmacht. Das sollt ihr auch weiter tun. Ihr könnt auch immer noch beim Gewinnspiel mitmachen. Das erwähne ich jetzt noch einmal. 2x2 Tickets für den CAIO in Aachen. Einfach Stream teilen und kommentieren und dann seid ihr zack, zarab im Lostopf. So, jetzt wollen wir aber einmal ganz kurz über diese Kür sprechen. Allerdings möchte ich das erst mit Benjamin machen. Wenn du das jetzt siehst, Sondrit, fallen dir da nochmal neue Gedanken zu ein? Wie fandest du deine Schwester? Technisch gibt es immer Dinge, die man noch verbessern kann. Es waren ein paar Szenen, da kann die Anlehnung noch etwas ruhiger und konstanter sein. Er ist kritisch. Ja, aber ich auch. Ich habe das mir auch gerade gedacht. Aber ich versuche auch immer, dass ich ihn in die optimale Haltung bekomme. Und es war aber für Uné, der ja so viel getan hat für uns, ich sage jetzt für uns und vor allen Dingen für die Jessie, ein wahnsinnig toller Rahmen nochmal für ihn. Und dass er da gewinnen konnte in der Kulisse bei so einem Traumabend vorm Schloss, das war was Besonderes und das ist immer noch emotional, ja. Das merkt man euch an, das ist schön. Wenn du jetzt den Ritt nochmal so siehst, du hattest ganz glänzende Augen, kannst du dich an Gedanken während des Ritts erinnern? Gab es da besondere Herausforderungen? Hattest du besondere Gedanken, die du jetzt mal mit uns teilen darfst? Man darf nicht zu viel denken, wenn man reitet, außer ans Hier und Jetzt. Das Gefährlichste ist, wenn man über irgendwelche Konsequenzen nachdenkt oder über das, was gerade war. Man sollte einfach nur versuchen, in dem Jetzt das Beste zu machen. Und ich habe versucht, das Beste aus uns und dem Abend zu machen. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Und ja, ich habe ihm sehr viel zu verdanken, was Benny auch schon gesagt hat. Und ich habe es ihm gegönnt, dass er da vorne stehen darf. Er liebt Siegerehrungen. Ja, das war, glaube ich, ein wirklich, wirklich schöner Moment. Schöne Momente haben wir aber nicht nur mit dir erlebt, auch hier während der Homestory, sondern wir haben dich, Benjamin, ja auch im Sattel sitzen sehen. Wir haben dich auch gefilmt und ich denke, wir alle wollen auch dich jetzt mal ein bisschen auf dem Pferderücken sehen. Und zwar haben wir dich auf Daily Mirror gefilmt. Du warst wirklich mit Daily Mirror jetzt in Balve top mit dabei. Es ist im Moment dein bestes Pferd, dein Top-Pferd. Und wir sehen jetzt einen Ausschnitt aus eurem Training. Ich sitze jetzt hier auf dem Daily Mirror, 14-jährig, ein Damon Hill-Nachkomme, mit dem ich jetzt auch international schon Grand Prix gewonnen habe. Er ist im Besitz von Flora Keller, einer unserer Hauptpartner hier in Aubenhausen und ich bin sehr dankbar, ihn reiten zu dürfen. Ich werde ihn jetzt erstmal ein bisschen im Trab lösen. Wichtig ist, wenn ich ein Pferd verändern möchte hinterher, dass ich es erstmal mit sich selbst zurechtkommen lasse. Also ich lasse die Zügel komplett los und lasse ihn alleine laufen, auch ohne Bein, ohne treiben zu müssen, dass er erstmal sein eigenes natürliches Gleichgewicht findet. Darauf aufbauend werde ich dann das Gleichgewicht dahingehend verändern, dass ich es das Pferd zum Tragen bringen möchte, also in der Versammlung das Gleichgewicht finde. Gleichgewicht heißt eben, dass ich als Reiter nur noch das Zünglein an der Waage bin und kaum mehr einwirken muss. Und das Pferd trägt sich selbst. Schaut gut aus. Brav, Kenny. Brav.
super, fühlt sich sehr gut an. Und jetzt mache ich eine kleine Schrittpause. Und damit ist für mich die Lösungsphase schon abgeschlossen. Die Lösungsphase dauert so lange, wie sie eben dauert. Und wenn ich jetzt das Gefühl gehabt hätte, ich brauche noch etwas, dann hätte ich jetzt noch weitergemacht, aber er fühlt sich gut an. Deswegen spare ich die Kräfte und komme jetzt dann gleich in die versammelnde Arbeit. Ja. Erst ein bisschen Galopparbeit vor, zurück. Ja. Und dann gehst du in die großen Arbeitspüretten, oder? Ja. Schau, dass du die ganze Energie jetzt gleich ins Hinterbein leitest. Gut. Jetzt möchte ich etwas mehr Kontrolle im Galopp. Und Kontrolle ist nicht, wenn ich mein Pferd vorne kontrollieren kann, sondern Kontrolle heißt, ich habe Kontrolle über das Hinterbein. Ich bringe das Pferd zum Tragen und kann gleichzeitig loslassen. Und das Pferd nimmt sich selbst auf. Jawohl, dann mache ich jetzt ein paar Übergänge ins Schieben und wieder Tragen, ohne dass meine Hand zurückgeht. Ich reite von hinten und lass vorne los und das Pferd nimmt sich selbst auf. So, brav. Und wieder nach vorne. Schieben und tragen. Ich schiebe aber relativ wenig mit meinem Sitz. Ich meine mit Schieben das Pferd. Also von der Schubkraft in die Tragkraft. Brav. So, und wieder tragen. Ich sitze ganz ruhig, warte ab, brav, am äußeren Zügel, innen leicht, dass er weit durchspringen kann. Jawohl. Sehr gut. Außen noch ein bisschen mehr Trense. Genau, lass die Kandanzügel durchrutschen. Gut. Brav. Gut. Und wenn ich ihn setze, möchte ich, dass er sich wirklich setzt und nicht nur halb, sondern wirklich, und ich lasse los hier. Jetzt ist er in seinem Gleichgewicht und ich bin als Reiter das Zünglein an der Waage und das ist die Grundvoraussetzung für alle Lektionen, dass sie leicht aussehen. Brav. Brav. So, ich möchte mein Pferd an den Sitz kriegen. Brav. Jetzt gehe ich mal in eine etwas flache Traversale noch. Brav. Und auch da will ich zum Loslassen kommen, weil das ist Kontrolle übers Hinterbein. Bisschen mehr Biegung. Jawohl. Gut. Sehr gut, Benny. Schaut schön leicht aus. Halt ihn so schön vor dir oben. Ups. Ja, das darf er. Am Anfang darf er das immer noch. Das ist unsere Abmachung. Jawohl. Genau, halt ihn vor dir. Gut. Jetzt habe ich keinen Wechsel mehr gemacht, damit es nicht zu eng wird, er braucht Platz für den Wechsel. Das ist aber gar nicht schlecht, weil im Außengalopp kann ich ihn auch sehr schön setzen. Aber ein bisschen hinreiten. Brav, gerade. Gut. Gut so. Außengalopp ist super und schau, dass du schön Trense vorher schon hast. Ich mache ein paar Wechsel, da zähle ich jetzt noch gar nicht. Ich will nur reiten können zwischen den Wechseln. Sitzen! Ja, noch etwas mehr sitzen bleiben.
Sehr gut. Noch ein Ticken mehr sitzen und Bein lang lassen. Ja. Kipp dein Becken. Fleißig machen. Gut. Super, Kenny. Und jetzt die Anerkennung. Das ist ganz entscheidend. Ein bisschen loben reicht nicht, sondern richtig, richtig zeigen, dass das super war. Da sind wir Reiter oft viel zu sparsam. Brav. Brav. Benni, schau, dass du ihn hinten kurz und vorne lang hast. Ja. Geschlossen, klein und fleißig traben erstmal. Ganz klein. Hinten ein bisschen mehr Abdruck hinten. Zack, zack, zack. Die Kandare los. So. Genau. Schau, dass du ihm Rahmen gibst vorne. Jetzt geht die Schulter herein, jetzt ins Travers. Brav. Travers. Und Schulter herein. Das immer im Wechsel, weil dann kriege ich ihn ganz gut an meinen Sitz. Brav. Jetzt mal eine flache Traversale. Ruhig schwingen. Sehr gut. Mal Konterstellung zwischendurch. Und ja, gut. Gut. Sehr gut. Das würde ich nochmal machen. Brav. Gut. Ja. Und links ein bisschen vor jetzt. Sehr gut. Sehr gut. Trense. Gut. Brav. Lieber besser. Brav. Sehr gut, Benni. Benjamin, du bist also nicht nur ein guter Trainer für Jessica, sondern du kannst auch selber reiten. Das haben wir jetzt gerade nochmal absolut schön gesehen. Und etwas, was ich unheimlich spannend fand, du sprichst über Kontrolle über das Pferd, aber eben nicht Kontrolle, indem man vorne hält und die Kontrolle über die Hand hat, sondern du sprichst immer wieder von Kontrolle über die Hinterhand. Ja, das ist auch die Kraft des Loslassens. Also die ist viel stärker als die Kraft des Durchkommens. Ich möchte mein Pferd natürlich kontrollieren können, weil nur so kann ich die schwierigsten Lektionen der Welt mit Leichtigkeit zelebrieren. Und das Pferd richtet sich auf, ich kann es loslassen und ich kann das Hinterbein reiten. Und das ist das Geheimnis eigentlich. Und das erarbeitet man sich immer wieder neu und auch in den schwersten Lektionen.
Ja, es war spannend zu sehen. Du hattest dann teilweise wirklich die Hand komplett vor und trotzdem ist eigentlich alles so geblieben. Der Rahmen ist der gleiche geblieben. Ja. Und das ist dann wirklich feines Reiten. Man muss das Pferd auch immer als Ganzes sehen und nicht nur, was habe ich vorne für eine Verbindung, sondern Verbindung geht sowieso über das ganze Pferd. Und ja, das ist unser Ansatz, ganzheitlich. Du hast gerade von Loslassen gesprochen. Loslassen tut das Pferd natürlich auch in der Lösungsphase. Da haben wir jetzt schon mehrfach kurz drüber gesprochen. Das ist euch beiden sehr wichtig, das Pferd wirklich individuell zu lösen. Du hast da, glaube ich, noch so einen besonderen Ansatz, oder? Ja, ich finde es wichtig, dass man das Pferd zwar so lang wie nötig löst, aber eben auch so kurz wie möglich, weil gerade am Anfang ist diese Konzentrationsfähigkeit der Pferde unheimlich hoch und da sollte man nicht die ganze Energie so verpuffen und möglichst auch schnell zum Punkt kommen, sage ich jetzt mal. Aber das ist für jedes Pferd individuell und ein kleiner Tipp für zu Hause, probiert es einfach mal aus, wie lange braucht mein Pferd wirklich, um gelöst zu sein. Also klar, Schrittreiten, Aufwärmen ist das eine, aber muss ich jetzt genau 5 Runden rechts rum galoppieren und 5 Runden links rum oder kann ich einfach nur kurz anfühlen, weiß, okay, ist alles in Ordnung und dann kann man meistens schon ganz gut anfangen mit den ersten Tricks oder Neuigkeiten, die man dem Pferd gerne erklären möchte, ohne eben die Konzentration zu verlieren. Genau, das ist es, warum diese Sendung so schön ist, weil wir alle eben doch irgendwie was mit nach Hause mitnehmen können. Und ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Ich glaube, viele da draußen auch. Und das ist ganz, ganz schön, dass ihr diese kleinen Tricks und Tipps mit uns teilt, weil wir als Amateure sind doch ein bisschen darauf angewiesen, uns das auch von den Großen abzuschauen. Apropos Fragen, ich habe auch noch mal Facebook-Fragen, glaube ich. Die bekomme ich jetzt noch mal reingereicht. Vielen Dank, Alex. Und da schauen wir jetzt noch mal drauf, was euch zu Hause denn interessiert. Und ja gut, die erste Frage, die wurde wahrscheinlich gestellt, bevor ich sie jetzt gerade gestellt habe. Wie merke ich, ob die Lösungsphase vorbei ist? Wir haben gerade gehört, so lang wie nötig, so kurz wie möglich, so rum. Aber hast du einen genauen Indikator? Kannst du diese Frage beantworten, woran man es exakt merkt? Oh, das ist schwierig, einen genauen Indikator festzumachen, aber ich trabe vor allen Dingen mein Pferd erstmal leicht, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist, einfach am hingegebenen Zügel. Aber dann löse ich auch, indem ich einfach mal rechts, links galoppiere, ein bisschen Stellung, Biegung, abprüfe, Schenkelgehorsam. Wenn ich mit dem linken Bein komme, weicht es dem linken Bein und umgekehrt. Aber dann mache ich meistens eine Schrittpause gleich danach, um die Lösungsphase abzuschließen. Und das können auch mal nur 2-3 Minuten sein. Ein anderes Mal sind es 10 Minuten. Plus Schrittreiten. Ja, das Schrittreiten ist natürlich davor. Das setzt legt ihr nicht direkt los. Nein, Schrittreiten ist wichtig. Aber genau, es ist wirklich sehr individuell. Und es verkürzt sich in der Regel, je besser man das Pferd ausgebildet hat. Ja, weil der Körper dann einfach bereit ist durch das tägliche Training. Ja. Vielen Dank erstmal für die Antwort. Wir sind auch fast schon am Ende dieser Sendung angelangt, aber noch nicht abschalten, denn ihr könnt nach wie vor noch beim Gewinnspiel mitmachen. Das ist sozusagen mein allerletzter Aufruf. Die Jessica, die wird beim CAIO mit dabei sein. Ich werde da moderieren dürfen. Du bist auch dabei. Mit dabei, oder? Ja. In der E-Tour. Sehr schön. Das heißt, wir können euch beide da sehen. Es lohnt sich also beim Gewinnspiel mitzumachen. Es gibt 2x2 Tickets zu gewinnen, nicht nur fürs Springstadion. Ja, da kann man dann das Dressurstadion nicht sehen. Vielleicht müssen wir da nochmal nachlegen. Wir gucken mal. Auf jeden Fall könnt ihr ins Springstadion rein und in die Mercedes-Benz Hospitality. Und wie gesagt, das lohnt sich auf jeden Fall. Einfach nochmal schnell diesen Stream teilen und einen Kommentar dalassen. Und vielleicht habt ihr dann Glück. Wir verkünden nämlich die Gewinner gleich schon am Ende der Sendung. In der Zwischenzeit nochmal ganz kurz über eure Pläne wollen wir sprechen. Was steht jetzt 2018 an? CAIO Aachen, das hatten wir gerade. Weltreiterspiele? Schauen wir mal. Schauen. Aber plant ihr das Jahr sonst komplett durch? Habt ihr feste Pläne, die ihr schon mit uns teilen könnt? Für jedes Pferd haben wir so einen groben Plan, so eine grobe Roadmap, aber wir bleiben da flexibel. Also das Pferd sagt uns, wann es soweit ist für die nächsten Aufgaben. Aber natürlich, unser Papa sagt immer, wer den Hafen nicht kennt, in den er segelt, dem ist kein Wind der richtige. Und von dem her sollte man schon ein Ziel vor Augen haben und das verfolgen wir dann auch. Flexibel. Jetzt kann ich es ja verraten, mein Ziel war dieses Jahr Aachen. Und das habe ich jetzt erreicht mit dem Ken, Daily Mirror, Spitzname Ken. Warum heißt der Ken? Weil er so schön ist? Ja. Den haben wir so übernommen. Und wer ist dann Barbie? Gibt es auch. Ja? Ich bin es nicht. Könnte es aber auch sein. Und jetzt hat er erstmal Pause nach Balve und dann bereite ich mich auf Aachen vor als meinen Höhepunkt. Und
die Jessie genauso intensiv und wenn alles ganz gut läuft, hat die Jessie dann noch einen weiteren Höhepunkt mit ihren Top-Pferden. Und mit den jungen Pferden machen wir auch natürlich eine Jahresplanung. Und wie es die Jessie gesagt hat, ist die aber sehr flexibel, weil wir spüren müssen, wie sie sich entwickelt. Aber da fahrt ihr auch selber wirklich mit zum Turnier und reitet selber. Also das lasst ihr nicht nur dann eure Mitarbeiter machen, sondern mit denen fahrt ihr beides, auch selber los. Beides. Ein alleine wichtiges Pferd von mir hat jetzt der Raffi gerade M gewonnen mit. Und herzlichen Glückwunsch. Ja. Nein, das ist ganz wichtig, weil ich bin so viel auf Turnieren, dass ich es oft nicht schaffe, die jungen Pferde genug selbst auf Turnieren vorzustellen. Und das ist dann auch unfair den Pferden gegenüber, wenn ich dann einfach nächstes Jahr sage, hey, jetzt fahren wir aber zum Turnier. Und der hat einfach nicht in jungen Jahren die Erfahrung sammeln dürfen. Und da bin ich schon froh, dass wir so tolle Vertreter von Team Aubi haben. Also nochmal kurz den Hashtag Team Aubi platziert, das ist sehr gut. Und ihr dürft natürlich auch gerne Jessica und Benjamin auf Instagram folgen. Ihr habt beide eigene Accounts. Es gibt aber auch den Aubenhausen-Account auf Instagram und ihr dürft jetzt gerne überall mal ein Like dalassen und gerne mit Hashtag Team Aubi und das Ganze hier ein bisschen unterstützen, weil ich glaube, dass das doch alles eine sehr, sehr schöne Philosophie ist und vor allem mit sehr, sehr viel Liebe zum Pferd funktioniert. Wir sind eigentlich am Ende der Sendung angekommen. Ich darf euch Danke sagen. Danke, dass wir hier sein durften, auf dieser wunderschönen Anlage, dass wir hier drehen durften, dass ihr uns so viele tolle Anreize gegeben habt. Schön, dass ihr da seid. Tipps und Tricks mitgegeben habt. Also es hat echt richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch einen angenehmen Abend. Sehr. Ja. Wie geht's dem Team Aubi? Gut. Leise. Schüchtern. Ein bisschen schüchtern, aber ich sehe auch viele lächelnde Gesichter. Also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir wollen jetzt nicht vergessen, noch ganz schnell das Gewinnspiel aufzulösen. Und ich glaube, da werden mir jetzt zwei Gewinner reingereicht. Vielen Dank, Alex, zum letzten Mal. 2x2 Tickets für den CAI Aachen. Und die Gewinner sind einmal Andrea Erhardt, herzlichen Glückwunsch, und Anne Garlick. Herzlichen Glückwunsch auch dir. Ihr dürft mit einer Begleitung zum CAIO nach Aachen reisen und da die Mercedes-Benz Hospitality und das Springstadion genießen. Und vielleicht ist da irgendwo noch ein Ticket fürs Dressurstadion dabei. Das schauen wir einfach mal. Das handeln wir noch aus. Genau. Vielen, vielen Dank an euch nochmal. Und wir hoffen natürlich, dass euch die Sendung gefallen hat. Weiter geht's mit dem Mercedes-Benz Reiterforum live am 16. Juli und dann eben auch aus Aachen. Wir senden live vom CAIO. Da ist die nächste Sendung. Alle wichtigen Termine, alle Infos, die findet ihr natürlich auf der Homepage, die wir jetzt auch nochmal einblenden. Und nicht nur das Team Aubi hat Instagram, wir sind natürlich auch alle auf den sozialen Netzwerken vertreten, freuen uns über euer Like und da findet ihr auch alle News und alle Infos, die ihr wissen müsst. So, ich glaube, das war's. Ich hoffe, ihr alle hattet Spaß, ihr hattet Spaß, mir hat sehr, sehr gut gefallen. Und wir sehen uns im Juli. Bis dahin, einen schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Danke.